geht's, komm. Kannst auch Rückweg machen, Auto kommt. Wenn du jetzt hier links rum auf der Seite bleibst, ist das okay, ne? Tickert wieder ein bisschen, ne? Man muss ja unbedingt aus dem Auto springen. Auf geht's. Leave it. Money. Es ist so, ich war, machst du jetzt? Gleich. Anja, auf geht's. Einmal pinkeln kannst du ja machen, aber dann mach jetzt auch. Und dann ist gut. Ich will alles rausschneiden. Oh, Kackmeile hier, ey. Anja, arbeiten. Alles am Rückweg machen. Privat. Schick dir einfach, guck, wenn die schon im Ansatz privat ist. Weiter, weiter geht's. Weiter. Auf geht's. Husch, husch. Das Problem ist, das schreiben die und sagen die nämlich alle. Wenn die Hunde dann sich da privat orientieren, ne, dann sind die raus. Das ist ja normal. Ich will eigentlich viel weitermachen, aber. Ja. Ich fühl's jetzt auch nicht. Wirst du dann schon merken, dann geht die Ampel auf Rot. Und die Dinger fallen dir auf den Kopf. Ja. Sie hätte schon die Straßenseite wechseln müssen, aber das ist, wenn man dann privat unterwegs ist, ne, dann kriegt man das immer schlecht hin.
das ist immer privatwinkel. Ja, wir sind hier über die Straße gegangen. Das hat sie aber vorhin verpeilt. Die ursprüngliche Richtung war ja nicht verkehrt. Bleib stehen. Wir sind hier rüber gegangen vorhin. Wir sind hier rüber gegangen vorhin, deswegen hat sie sich da jetzt gerade ein bisschen schwer getan. Echt eine Gassi-Meile hier, ey. Sind noch ein paar Meter. Ist da eine Pussy? Hm? Ist da eine Pussy? Ja, gib Leine. Ich laufe einfach noch mit euch mit. Ich weiß auch nicht, wo die sind.
geh noch voraus. Die hat ein Hühnchen. Pinkel dir ins Hühnchen. Wie oft ich mir diesen dämlichen Spruch früher als Kind anhören musste. Ne? Geh einfach mit deinem Hund. Sag ich ja nur. Nicht aufgepasst gerade. Du hast gerade nicht aufgepasst. Mhm. Obwohl ich wäre auch nicht drauf gekommen. Aber. Solltest du dich gleich ein wenig ranangeln. Ja, hat die Mutti hat nicht aufgepasst und hat dich weiter geschoben. Und macht nichts, hätte ich auch gemacht wahrscheinlich. So, jetzt pass auf. Ja, hier hast du gepennt gerade. Geh mit. Geh mit. Geh mit. Siehst du doch. Geh doch mal, Martin. Ich nicht, die Jungs haben gefragt. Bleib stehen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo die sind, aber ich habe eine grobe Richtung vorgegeben. Meinst du, wie schwierig das ist hier in den Gängen? Was ist der Geruch hier vorher? Ja. Ja.